Was geht ab, Leute? Ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video habe ich ein kleines Blackout Easter Egg für euch und zwar kommen wir direkt zum Thema. Wenn ihr gerne mal den Modus Alcatraz Portal 4er spielt, dann könnt ihr euch den Hell's Retriever, sprich den Höllenrückholer besorgen. Und wie ihr den euch besorgen könnt, zeige ich euch jetzt. Alles, was ihr dafür benötigt, ist irgendeine Granate, sei es eine Clustergranate, ein Molotow-Cocktail oder eine normale Splittergranate. Auf jeden Fall benötigt ihr nur eine Granate. Jetzt müsst ihr euch in den Bereich Zellentrakt begeben und dort gibt es dieses eine Poster, welches wir auch schon aus Mob of the Dead kennen. Jetzt müsst ihr einfach noch eure Granate dagegen schmeißen auf das Poster, daraufhin verschwindet das Poster und ihr bekommt den Höllenrückholer. Das Coole an diesem Teil ist, dass der One-Shot bzw. One-Hit tötet. Das heißt, ihr müsst einfach einen Gegner damit treffen und dann ist der tot bzw. zumindest erstmal K.O. Wie das Ganze genau aussieht, seht ihr jetzt im Hintergrund. Ich wäre fast gestorben, habe aber nochmal das Ding rausgeholt und ja, glücklicherweise getroffen. Ansonsten gibt es auch noch andere Easter Eggs in dem Modus. Ich werde schauen, wenn ich die Zeit finde, werde ich dazu auch nochmal ein Video machen. Und zwar gibt es das Mob of the Dead Flugzeug, das hier noch über der Karte fliegt. Und ich denke, dazu werden wir im nächsten Video noch was sagen. Ja, in dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Bis bald, euer Grand Warlord.